Schlagdrohne kommt. Hä? Wo ist sie hin? Oh, gerade hier. Wo ist sie hängen geblieben? Ist er jetzt offen bei dir, Chris? Wo du gerade da hinten warst? Oh Gott. Christian, ich glaube, da oben ist was offen. Ich sehe doch gerade, wie du drunter stehst. Meine Drohne ist eigentlich voll geil positioniert. Böse, böse, böse. Hey, down. Ja, hier war einer im Raum und... Der andere ist da. Hab ihn. Durch die Wand geholt, gell? Schreit er gleich wieder Hacker. Yeah. Ja, Chris. Das war echt mies, Papier. Wie? Die Leiche runtergeflogen ist durch den Dropper. Ja, geil, das sah so geil aus. Und plom. Man hat es aber in der Überwachungskammer noch gesehen, das war so geil. Sieg! Juhu, gewonnen! Finale! Oh! Oh. Finale! Oh! Wo ich gerade Finale anspreche, das erinnert mich an was. Ja, ja. Aha. Es ist doch hier. Also Rainbow Six Finale hier in Deutschland, ne? Von dieser deutschen. Von diesem Deutschland Cup, wie heißt es? Wie heißt der Cup? Michi, wie heißt der Cup? Hi. Wie heißt der Cup? Keine Ahnung. Es gibt so einen Deutschland Cup, der ist ja gerade. Der ist, soweit ich weiß, morgen. Morgen in Berlin. Ja, echt? Wirklich? Ja. Also morgen heißt für uns Samstag. Stimmt. Und heute ist Freitag. Also Samstag der 12. August. 12. August. 2017. 2017. Ja, wollen wir hin? Beide bestimmt. Ihr rockt das Finale. Ja, okay, gut. Vielleicht gehen wir hin. Ja, mal gucken. Wir haben es gemacht. Wir sind hier. Beim Rainbow Six Turnier. Ja, so wird es eine ganz spontane Aktion. Ob sich das lohnt, werden wir gleich sehen. Was ist jetzt? Okay, meine Uhr geht falsch. Warte, welche Uhr haben wir? Ich glaube 4.40 Uhr. Ja. 4.40 Uhr haben wir, meine Uhr zeigt an 5.50 Uhr, warum auch immer. Und Christian frühstückt erstmal. Dann haben wir. Was? Dann haben wir 4.50 Uhr. Ja, sag ich ja, meine Uhr zeigt an 5.50 Uhr. Dann haben wir 4.50 Uhr. Ich dachte, du wärst gerade falsch gemacht. Nee. Warum auch immer meine Uhr das falsch anzeigt, keine Ahnung. Jo. Wie gesagt, Christian frühstückt gerade. Ich esse gleich im Zug erst und ja. Dann geht's gleich nach Berlin. Mit dem ICE. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Kurzer Zwischenstand, wir sind gerade in Berlin-Spandau. Hier kommt doch Heinrich Platt her, ne? Max. Kommt der hierher? Der kommt auch hierher, ne? Ja. Der YouTuber Hand of Blood. Spandauer! Was ist euer Handwerk? Wir haben es geschafft, wir sind da! Wir sind in Berlin! Berlin! Wir
fahre nach Berlin und verlieben uns in 11 Minuten über Parship. Ah, okay. Schleichwerbung. Ja, 5 Stunden sind wir gefahren mit dem ICE. Es war, ja, es war okay. Die Rückfahrt wird 7 Stunden lang. Na gut, wir sind auf jeden Fall angekommen im Berliner Hauptbahnhof und ja, wir haben 2 Stunden Zeit, bis das Event losgeht. Wir sind in, keine Ahnung, ich glaube eine halbe Stunde sind wir da. Ist die Frage, was machen wir jetzt? Jo, Tag Leute. Also wenn wir eins aus Köln mitgebracht haben, dann ist es das beschissene Wetter. Ich meine, der Himmel ist einfach weiß. Grau, es regnet. Das ist richtig scheiße. Ja, wir sind hier gerade bei den in der Nähe vom Hauptbahnhof, hier am Bundestag, Bundesrat und so weiter. Alle wichtigen Gebäude der Politik. Und ja, wir haben noch 2 Stunden Zeit und haben keinen Plan, wo wir hin müssen. Und besonders habe ich gerade keinen Plan, wo Christian verschwunden ist. Er ist einfach weg. Er war gerade noch hier. Chris! Chris! Ah, da! Da ist Chris! Wir sind gerade am Brandenburger Tor. Hier. Unschwer erkennen. Man kann das sehen. Man kann das sehen. Nicht so wie den Fernsehturm da hinten links. Den kann man nicht so ganz gut sehen. Brandenburger Tor aber schon. Oder? Was ist das, der Turm mit dem Kontrast? Alter, sieht das geil aus. Vor allem, wenn man da so durchläuft. Yay. Ja, wir haben jetzt gut noch 1,5 Stunden circa. Dann geht das Event los. Also sollten wir da sein. Dann geht's noch nicht los, aber dann sollten wir zumindest da sein. Halt. Wir müssen unsere Plätze noch bekommen. Unsere Stehplätze, die sind ganz wichtig, die sind alle reserviert. Stehplätze. Stellen wir uns gerade vor, dann ist das auf dem Boden, sind dann Nummern gesprüht und dann dürfen wir uns da drauf stehen. Ja, wir haben's gemacht. Wir sind hier. Beim Rainbow Six Turnier. Ja, so wird durchgezogen, ganz spontane Aktion. Ob sich das lohnt, werden wir gleich sehen. Hoffentlich. Hoffentlich. So, wir sitzen jetzt hier gerade in der, ja, keine Ahnung, was ist das für eine Ecke? Einfach auf der Couch, wo wir uns hier den Stream angucken können. Das sieht dann so gleich aus. Ari, was hast du? Und ja, wir haben hier so Ketten bekommen. Wir haben hier so Ketten bekommen, kann ich ja mal zeigen. Ja, Falschmund ist natürlich immer gut. Ich hab IQ. Wen hast du? IQ. Auch IQ? Er hat auch IQ? Nee, oder? Nee, der hat Jäger. Er hat Jäger? Jäger. Ja. Und so sieht das Ganze aus. Ja, und dann gucken wir uns jetzt, einfach hier 8 Stunden lang auf diese wunderbare Leinwand. Ja, ich mach mal hier. Okay. Der wird Sound, Alter. Der Sound wird geil. Ja, ja, ja. Ja. Die ganze Ecke. Da kann man vielleicht so mal sehen. Ein paar Leute. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Auf jeden Fall wird es laut. Es wird sehr laut. Ja. Geil. Ja, vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung. Also sie hier, die hat uns quasi hier hingeführt. Jäger. Wir sind halt an der Bahn ausgestiegen, hatten keinen Plan, wo wir hin müssen. Ich kann es ja null aus in Berlin. Und ja, er hat uns hier ein bisschen den Weg hier hingezeigt. Okay. Ja. Du hältst sie auch so nicht von unten, das macht man nicht. Das muss man von oben ja, sein. Soll ich es so machen, dass alle drauf sind? Ja, so noch besser. Ja gut. Ja, soll ich sagen. Chris, übernimm. Du wolltest auch was sagen. Wolltest du was sagen? Nein. Lass mich hier nicht alleine. Das wird ein witziges Video. Naja. Ich warte eigentlich immer noch auf ein Bild. Also, vom Spiel und nicht nur die Moderatoren. Mach was. Oh mein Gott, hier Ash ist hier. Kann man sie sehen? Kann man Ash sehen? Da hinten? Ich weiß nicht, was ich sehen kann. Für den Fall, dass ich sie sehe, muss ich nachher näher heranzoomen. Auf jeden Fall steht's. Warte. Da hinten. Ich würde gerne so einen Terrorist damit gerne machen. Mittlerweile bin ich echt müde, ne? Also ich werde gerade wieder mal, wenn ich Musik höre. Ja, Christian hat so, ja, in der Straße mal noch ein bisschen gepennt. Ja, so halbwegs. Da war immer so ein paar Minuten und hier, ja, auch noch mal so ganz, ganz gepennt, kurz. Nee, ja, so Augen zu. Ja, ja. Die Augen waren offen. Er hat gepennt. Augen waren offen. Ja, und jetzt langsam werde ich müde. Und wir haben jetzt 13.41 Uhr. Scheiße.
Das Turnier hat noch nicht mal angefangen. Wir müssen ja mit Klaus sein. Wir haben immer noch dasselbe Bild wie vorhin. Man kann dich eh nicht sehen, wir sind ja zu weit weg. Aber warte, nee, man kann doch. Nein. Jetzt funktioniert es, wenn man ranzoomt. Das ist so scheiße, ich muss dazu das Video abbrechen. Ja. Hallo, sieht mich hier unten in der Ecke. Unten rechts der rote Typ. Und daneben ist Chris, hier so. Ja. Was erwartet uns heute? Wir haben die zweite Season der Six Lounge Series schon fast hinter uns gebracht. Ein Spiel fehlt noch, das ist das große Finale. Das werden wir heute live hier im Pentasports ELZ in Berlin austragen. Und das Match lautet, Überraschung wie beim letzten Mal, Pentasports gegen Planet Key Dynamics. Wer hätte das erwartet? Also, was heißt, wer hätte das erwartet? Die Gruppenphase war unfassbar spannend, da kommen wir gleich noch drauf zu quatschen. Aber das Coole ist, es ist wieder super viel hier los und wir sagen natürlich nicht nur Hallo an alle hier in der Location, sondern natürlich auch an alle da draußen, die über Twitch und über YouTube und wo wir noch über alle Senden mit dabei sind. Deshalb schön, dass ihr alle da seid und ich würde sagen, wir sind ja nur die Couch und quatschen ein bisschen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was wir hier haben. Wir haben heute unfassbar viel Sachen, die wir euch zeigen können. Wir haben Live-Schalten in verschiedene Bars, die das Ganze hier übertragen. Wir haben unter anderem aber auch zwei wundervolle Caster heute am Start. Und der eine oder andere, der wird vielleicht wissen, wer sie erwartet. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal rübergehen und dann sagen die Jungs einfach mal selber Bescheid. Und zwar hier einen großen Applaus bitte vor Ort und auch in den Streams für Verdi und Broxas. Hallo und herzlich willkommen auch von uns hier zur Six Long Series Season 2 Finals. Mein Name ist Marius Verdi.Slauer und neben mir sitzt Julian Broxas Mikulzi. Und wir begrüßen euch auch hier zu einem super geilen Offline-Finale. Wir werden euch hier zu den Matches begleiten und den Cast machen. Wir freuen uns, Planet Key Dynamics gegen Pentasports, das Rematch aus Season 1. Letztes Jahr, wir haben vorhin uns die ganze Zeit immer über letztes Jahr unterhalten. Ja. Und letztes Mal war auch so sehr überraschend mit dem 3-2 dann doch Pentas noch geschafft. Also, was können wir anderes sagen, außer das wird mega spannend, oder? Ja, also ich bin maximal gehypt, ne? Maximal gehypt. Ich bin maximal gehypt. Nein, also so ist das ja nicht, ne? Also ich freue mich schon wirklich sehr. Ich hoffe, dass PKD jetzt mal wieder. Vielleicht schaffen sie es so. Ja. Vielleicht machen sie, also. Ne? Offline ist immer anders als online. Ja, ja. Und ja, genau. Man weiß ja, wie Penta spielt. Also. Richtig. Und der Lord ist mitgebracht worden. Der Lord sagt auch, das wird spannend. Ich wollte es nur erwähnt haben, der Lord, ja. Viele sagen immer, hey, wieso hast du den jetzt schon? Tja, da ist er. Und ich würde sagen, wir geben zurück an Robin und wir sehen uns dann gleich, wenn es heißt Match Nummer 1. Robin, übernehme. Wundervoll, vielen Dank, Verdi und Moxas. Und meine Güte, Silith, die Chibis, was ist, wie unfassbar putzig sind die denn, bitteschön. Ein Traum. Aber das ist ja nicht nur der Tatschanka, wie man hier sieht, sondern es sind einige mehr, wo ihr da sehen werdet oder wo man sehen kann. Es gibt die Ash, kommt dazu noch, der Smoke. Dann haben wir noch, boah, jetzt muss ich überlegen. Ich hab's ja alle im Kopf gehabt. Ich find's viel besser, was gestern Abend hier los war, als das Ding geliefert wurde. Der Verdi hat das ja gekriegt, schon vorab. Und es wird wie so ein riesiger Schatz, wurde das hier reingetragen. So, um Gottes Willen, ich hab was, ihr dürft nicht. Abartig. Dass es nicht im Safe war, war ein Wunder. Also jeder, dass der nicht geklaut wurde, ist ein Wunder. Jeder wollte ihn haben. Also er sieht auch mega gut aus. Also ich freue mich schon, wenn es die dann demnächst gibt. Auf der Gamescom gibt's die nämlich schon, habe ich mitgekriegt. Mhm. Und da freue ich mich drauf. Und wer ihn will, also auf der Gamescom wird es welche geben. Im Ubisoft Store wird es die dann auch demnächst geben. Und
Bin gespannt. Also ich will auch welche daheim stehen haben auf jeden Fall. Nutzen wir vielleicht einfach die Zeit noch so ein bisschen, die wir gerade haben, bevor wir dann gleich in das erste Match zwischen Penta und PKD starten. Mhm. Da werden euch Verdi und Moxes auch noch komplett updaten. Und ich habe gehört, heute gibt es sehr, sehr viele Statistiken, die uns erwarten werden. Da wurde richtig, richtig viel gearbeitet vorher. Bin ich sehr gespannt drauf. Wir quatschen aber nochmal so ein bisschen generell über den ganzen Turnierverlauf. Denn dieses Mal lief das Ganze ja ein bisschen anders in der Lounge Series. Mit Vorgruppen und genau. allem. Genau. Letztes Mal war es ja so, es gab 4 feste Gruppen und da hat man sich dann hochgespielt. Jetzt war es so, es gab quasi 8 Teams, die invited wurden, und es gab 2 Open Qualifier, wo sich auch nochmal Teams komplett beweisen qualifizieren konnten. Genau. So, und es war unfassbar spannend, weil es war natürlich diesmal, dadurch, dass die Invites da waren, deutlich mehr Platz für Amateurteams. Und jetzt haben es natürlich trotzdem Penta und PKD ins Finale geschafft. Aber wir können ja vielleicht mal einen kurzen Blick auf den Turnierbaum werfen. Da haben wir nämlich gesehen, dass das gar nicht so klar war, dass das so läuft. Das Viertelfinale, da war alles noch relativ souverän, aber das Halbfinale, wer es vielleicht gesehen hatte, da war es, auch wenn es jemals 2-0 war, da waren schon Matches dabei, die extrem, extrem, extrem spannend waren. Und natürlich das Spiel um Platz 3 müssen wir auch nochmal kurz erwähnen, zwischen Blue Jays eSports und MyRisk e.V. Das fand am vergangenen Freitag statt und ja, da sehen wir, das war ein 3-0 und deshalb geht der 3. Platz der Lounge Series schon an Blue Jays eSports. Deshalb herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die Jungs. Können leider heute nicht da sein, ist aber gar nicht schlimm. 3. Platz ist trotzdem eine extrem gute Leistung und wer den 1. Platz holt, mal einmal das kurz wir ein bisschen Lärm. Holen. Wir starten hier ins Match. Wir können ja alle mal ein bisschen machen. Ich würde mich freuen und dass ihr das auch mal. Was ist das denn? Da geht mehr. Ich will das hier drin hören. Also auf geht's und wir starten ins Match. Genau so! Ihr seid die Besten, auf geht's! Sehr schönes Ding und wir sind im Game. Ich sag mal, Penta will sich vielleicht auf ein schnelleres Pick-artiges Spiel, also sie wollen nicht irgendwo einen Anchor setzen. Bar Stock ist der 1. Spot und ja, schon gut, also muss ich wirklich sagen, ist mal was Neues. Also sonst wird ja eigentlich unten Armory, jetzt unten wird er eigentlich genommen, ne? Armory Church, ja. Arsenal Church. Ja. Und wieder keine Strip-Dev, ne? Genau. Und keine Strip-Dev wird direkt ausgeschlossen. Wir haben auch Goga, der droht schon im Strip, wird dort rausfinden, dass da keiner ist. Setzt auch seine Drohne hin, das ist halt wichtig. Und dann starten wir gleich in die erste Attack-Phase, wenn Pentasports hier angreift gegen Planet Key Dynamics. Und das wird jetzt sehr interessant. KS auf Thatcher. Und dann haben wir jetzt das Match. Ja, ich observe mit einem Controller. Und damit geht's auch hier wieder los. Da kommt die erste Thatcher-Granate. Macht die. Oh, sie gehen direkt über Baran. Oder macht er dort nur einen Engel auf? Das ist jetzt sehr interessant zu sehen. Goga ist hier komplett solo alleine mit einem. Ja, sie wollen echt über Garage ran. Über den Strip ran. Das ist natürlich auch sehr interessant, finde ich gut. Und jetzt geht's los. Tunkali hinter der Bar könnte natürlich jetzt gefährlich werden. Besonders halt mit seiner Echo-Drohne. Oben hat Jonas schon den Training Room eingenommen. Könnte vielleicht sogar gleich seinen ersten Pick setzen. Aber da ist noch nichts passiert. Pengu droht da jetzt nochmal Richtung Bar. Müsste auch jetzt den Tunkali gefunden haben, der auf Echo rumkreucht. Jupp, da ist auch die Drohne weg. Und die Drohne super predicted. Also man hat hier mit Tunkali schon die Echo-Drohne richtig gut gesetzt. Das ist wichtig. Und ja, jetzt kommt hier natürlich der Engel vom Real MC und die Geschwindigkeit von seiner Rotation. Kommt, da kommt es jetzt drauf an. Wann kriegen sie das Ding hier auf? Fabian auf Bug. Insomnia hat hier, oh, schöner Engel eigentlich von ihm, könnte da wirklich was machen. Sie haben oben schon den Strip, sie haben oben Master schon eingenommen, er kommt jetzt raus gegen Insomnia und gleich kommt, oh, das ist echt, echt gut. Wenn er dort jetzt reinkommt, war es das. Pengu mit dem ersten gegen Tukali, oh, schönes Brett hier von Fabian mit dem Kill gegen Real MC. 3-5 Situation, Penta mit der ersten Möglichkeit, Hungry fällt auch noch. Goga mit dem Plant. Iranian raus. Jäger läuft nicht. Pengu mit dem nächsten. Und dann ist es nur noch Insomnia, der oben stand im CCTV. Und Runde Nummer 1 für Pentasports. Gut geangelt, gut gepickt. Schön gemacht. Ja, na, im Prinzip das, was man halt die Seasons davor gespielt hat. Ne? Stripclub aufgemacht, dann schön
da von oben auch noch die Hedge aufgemacht, dann geplantet mehr oder weniger und dann, ja, Fabian natürlich mit einem Wahnsinnsflick da auf The RMC im Cashroom. Wenn Fabian da fällt, dann muss die Rotation gehalten werden, ne? Dann geht erstmal alles ins Stocken. So natürlich schön drüber gefahren. Machen dürfen, er hätte banken müssen. Allein dadurch hätte er weiter warten müssen und das war so ein bisschen das Problem. Panther jetzt mit eher den klassischeren Approach. Was hast du hier zu dem jetzt, dass sie nicht bar Stock gehen als erstes, sondern dass sie runtergehen? Ne, ich glaube einfach, dass unten für die meisten Teams immer noch am sinnvollsten ist und die meisten Teams immer noch am, in dem Sinne, am besten da werfen können als Bar, weil Bar ist schon echt, boah, einfach so riesig und das, wie man gerade gesehen hat, ne, es wird eine Seite angegriffen und die ist einfach nicht zu halten. Und ja, das ist, ich bin mal gespannt, was sie jetzt hier mal mit Castle, Kitchen lassen sie hier weg. Das ist nicht schlecht. Man macht sogar den Dropper sich auf und hier sehen wir sogar das aggressive Spiel. KS mit einem Mira-Window Richtung Stock. Das ist sehr interessant. Dafür müsste man jetzt die Lobby aufmachen. Mit einem Schild sogar. Wenn hier jetzt zum Kali das Ding richtig callen, also die richtige Info kriegen würde, dann wäre das für ihn, also für den KS echt gefährlich. Und guck dir die Def an, die ist echt gut. Das ist sehr interessant, was sie hier spielen. Tunkali jetzt hier als echt wichtiger Spieler. Und da geht's dann schon, da geht's schon ab. Fabian mit der ersten Info in der Garage. Droht jetzt zurück. Und KS mit dem Engage gegen Tunkali. Und kriegt da Damage und Kali muss rausrotieren. Jonas geht jetzt hinterher. Hat den Call gekriegt von seinem Kollegen. Was macht Tunkali? Tunkali überlegt jetzt. Er geht da kurz in den kleinen Raum rein. Und Insomnia mit dem Opening Frag. Aus von Edward Teach. Und der Diffuser liegt. Sie sind unten drin. Und da kommt RealMC mit dem nächsten. Die aggressive Spielweise hat nicht funktioniert. Sie haben einfach den Backstep gemacht. Easy peasy, lemon squeezy. Und jetzt müssen KS und Co. erstmal reinrotieren. Keine Möglichkeit. KS kommt jetzt von hinten über Backbeat. Iranian wartet. Iranian macht da gut Damage. KS kriegt den ersten. Kann sich jetzt gleich nochmal durchsetzen. RealMC mit dem K gegen Jonas. KS mit dem gegen Iranian. Er ist alleine, mit einem HP übrig, viel hat er nicht mehr. Sie rotieren rein, RealMC holt sich den Kill, 1-1. Schön gemacht, schön gereadet. Ja, also oder? Das war natürlich 1A. Ne? Da sieht man mal, was die Droning-Phase wirklich bewirkt. Ne? Man sieht, die machen oben irgendwas Aggressives. Ne? Dann pusht man einfach von unten ein, in dem Sinne. Und ja. Durch sind, mit dir zusammen Fotos zu machen, vorne an unserer Fotowand. Und die ganzen Fotos könnt ihr euch dann auf unserer Homepage, nämlich 6loungeseries.com, Vorsicht, schwerer Name, kann man sich versprechen. Kann man sich die Bilder im Nachhinein runterladen? Und ich bin gespannt, was da gleich so passieren wird, beziehungsweise was da so für Fotos entstehen. Bist du denn, wenn du cosplayst, bist du so ein In-Character-Cosplayer, dass du dann halt wirklich auch so agierst? Oder ist es bei dir wirklich eher so das Ästhetische, dass du dann einfach nur Fotos mit Leuten machst oder alleine? Ich mache zurzeit nur Fotos erstmal für mich, aber ich habe vor kurzem ein YouTube-Video rausgebracht mit IQ. Als IQ spiele ich Rainbow Six Siege. Oh, cool. Und da habe ich schon versucht, es klappt zwar nicht. So, es steht mittlerweile 1-1 zwischen Planet Kill Dynamics und Panther Sports. Ich weiß gar nicht, ob man uns überhaupt versteht. Ich glaube, das kann man was näher ranmachen, weil diese Lautsprecher da vorne, die sind ja mal sauerlaut. Sind aber gut. Die sind geil. Außer wenn der Kommentator da rumbrüllt, dann ist das zu laut. Der geht ab, der ist richtig gut. Was war da los? Kurzer Zwischenstand bei uns. Also ich persönlich finde Panther Sports besser. Einfach wenn du schon einfach nicht reingekommen. Ich muss sagen, wenn die wirklich Druck machen, dann auf jeden Fall. Ja. Das Problem ist, die ersten hier und in der Runde sie verloren haben, haben sie einfach die Zügel schleifen lassen. Und ja, das ist wirklich so. Wenn Panther Sports locker lässt, dann holen die anderen sehr schnell auf. Ja, haben die aber wenn die dicht machen, dann läuft es bei denen. Also ich finde auf jeden Fall, dass die, also meiner Meinung nach sollten die gewinnen. Die hätten es verdient. Ich bin immer für den Underdog. Was bist du? Ich bin immer für den Underdog. Underdog, also für Planet Kill Dynamics. Okay. Wie fühlt sich das an? Aus welchen Gründen? Underdog. Underdog, okay. Und sie strengen sich wirklich an. Ja, das machen beide auf jeden Fall. Sehr gut. Dann gucken wir uns mal den Bericht. Sind jetzt beide Teams, ne? Da vorne, oder? Die beiden. Die Team-Captains. Glaube ich zumindest. Dann gucken wir uns weiter mal die Berichte an. Ciao. Wir haben da vorne immer noch Werbung ist von Rainbow Six Siege. Gucken wir einfach in der Zwischenzeit hier den Stream von Hand of Blood, Stinkpuff, dabei.
Im Fernsehen macht man das ja auch immer. Meistens, wenn Werbung ist, einfach mal eben umschalten. Locker versteht man ja gar nichts. Egal. Einfach mal, was würdet ihr noch dem... Wie gesagt, Rainbow Six Siege und Pocke. Okay, I have one question for Fabian. So we were talking, maybe you remember yesterday, about the event and that you also want to be consistent, as Pengu said. And you said going against Planet Key Dynamics again as a sort of revenge chance for them. But what do you think about them today? Because they had the roster change and Tunkali did really well. I mean, he did good impact frags. He did really well on a Skyscraper. So what do you think about that and how you adapted to them? I think that they adapted more to us and they kind of outplayed us in the beginning, it felt like. I think both map 1, 2 and 3, we felt really pressured, but it's no surprise. PKD is a good team. We knew that since last LAN, where we strongly underestimated them and we didn't really care about warming up. I was playing strategy games on the side. But it wasn't a surprise that they played well today. We know that they can. Nice. I mean, and you're happy now to have, I mean, it's the second time, maybe hat trick next season, so... Who knows? Or we'll maybe see. PKD gets the chance to get the revenge and then finally a third time. Like every good things are three. This is a saying we say in German, but this is fairly translated in English. So what do you think? Good job. Anything can happen online. Anything can happen. Yeah, nice. Anything can happen online. Yeah. They're a good team. Yeah. As long as we don't underestimate them and do our homework, I think we'll still beat them, but you never know. Okay, so maybe we see us next season. Who knows? So, I have, that were my questions. I'm going to prepare the medals, so... Okay, go just prepare just the do your thing and talk, Verdi. Okay, so, I just do my thing and talk. Und ich würde sagen, jetzt nochmal einen großen Applaus hier für Panther Sports, die hier gewonnen haben, Season 2. Und vielleicht nochmal für die Frage, falls hier irgendjemand nochmal ankommt und mit der Frage, wann spielt Panther? Sie haben heute gespielt und Sie werden dann nochmal am 25. werdet ihr nochmal auf der Gamescom spielen. Also, wann spielt Panther? Gamescom. Nicht fragen. Und die Leute kennen, das ist ein Joke, ein Insider. Ich glaube, jeder versteht den. Das ist echt Wahnsinn. Aber gut, und hier ist die... Hier sollen wir die Trophäe übergeben? Nee, die nehmen wir. Nee, die geben wir an das Team, was gewonnen hat. Wir haben das vorhin abgemacht. Nee. Okay. So, Panda Sports, congratulations! Wundervolle Worte. Du hast das so schön zusammengefasst. Ich möchte mich auch natürlich vor allen Dingen hier beim Team vor Ort bedanken, bei der kompletten Produktion. Es war ein super Job. Und vielleicht, wenn der Silit und der Moxus vielleicht auch mal mit nach vorne kommen können, dann können wir hier in der großen Gruppe nochmal Tschüss sagen. Liebe Leute da draußen, das war das Finale der zweiten Lounge Series. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim dritten Mal dann wieder, oder? Sollen wir das machen, Verdi? Na klar. Na klar. Deshalb vielen Dank fürs Dabeisein. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ja, das war die Spontanaktion mit dem Turnier hier in Berlin. Nächstes Jahr, wer weiß, vielleicht sind wir wieder hier. Oh Mann, jetzt ist die Musik aus. Wird dir gut gepasst zum Auto. Na gut. Jetzt bin ich jetzt gezwungen, noch ein bisschen auf der Hinfahrt zu fahren. Auf der Rückfahrt. Und eine vernünftige Endcard. Ja gut. Wer weiß, wo wir nächstes Jahr sind. Also, wenn wir hier sind. Auf welcher Seite? Auf dieser Seite oder da hinten? In den Räumen sind. Ja gut. Auf jeden Fall, mega geile Aktion. Das hat mega Bock gemacht, hier einfach 8 Stunden rumzusitzen und einem Spiel zuzusehen. Ey, wir haben nett die Leute getroffen. War eine geile Atmosphäre hier. Ja, die Atmosphäre war echt geil. Nette Leute haben auch kennengelernt. Unter anderem den Bringservice vom Essen her. Vielen Dank an der Stelle nochmal, das war echt geil. Berliner Bringservice.
Ja, gut. So geht's, ne? So geht's, ne? Ja, war eine geile Aktion mit Berlin. Wo sind die Richtung? Achso, nochmal. War eine geile Aktion. Ja. An dir. Ich würde sagen, auf Berlin, oder? Auf Berlin und die ESL. Ja, genau, ja. Danke nochmal für die Wegbegleitung hin. Ich danke euch, dass und, ich euch nerven konnte. Na gut. Und auch an dich danke fürs Essen. Ja, bitte, bitte. Das ist die Berliner Mauer. Christian? Mauer muss Einsatz. Weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer ich muss weg. Die beiden kennen sich nur wenige Stunden und verhalten sich wie ein Ehepaar. Pinkeln halten. Nur weil ich pinkeln muss. Das kommt definitiv ins Video. Das ist das Pinkeln drücken. Willst du jetzt die ganze Zeit durchziehen? Ja. Okay. Aber ich weiß nicht, ob es so klug wäre, so auf die Toilette zu gehen. Ich nehme das noch auf, ne? So, und jetzt gibt es nur noch die letzte Nachricht. Wir sind jetzt wieder am Berliner Hauptbahnhof auf dem Weg nach Köln. Der Zug steht auch schon zum Glück im Bahnhof. Warte, steht der noch? Ja, der Zug steht da noch. Warte. Da steht er. Ich will noch, wusste so, dachte ich, steht er noch, der begibt man es eigentlich auch weg. Vorhin weggesagt. Nee, der Zug ist noch da. Geht er zurück nach Köln. 7 Stunden Fahrt. Badadadada. Life is life. Na. Naja. So, und damit war es es auch hier mit dem Spontanausflug nach Berlin zum Rainbow Six Siege Turnier. Dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist. Lounge Series. Für dieses Jahr. Nächstes Jahr geht's weiter. Mal sehen, vielleicht. Ja. Oder früher. Fazit war echt ein cooles, familiäres. Das war echt geil. Das war echt cooles Feeling, weil es war so etwas kleiner gehalten, familiär. Ja. Und das war echt nice. Und man, die Leute, die wieder getroffen haben, waren echt super. Also hier die Bekanntschaft, die man macht. Ne? Das ist schön. Alle sprechen sehr locker miteinander, als wenn man sich alle untereinander kennt. Geil. Eine große It's About Fan. So, Wagen 4, Platz 56. Wagen 4. Wer erzählen kann, dann wäre das eins weiter rechts. Okay. Demnächst geht's weiter. Ciao. Ciao.